Ich heiße Ron Zimmering und ich bin der Regisseur von dem Stück Peter und der Wolf. Ich komme ursprünglich vom Schauspiel, habe lange Jahre als Schauspieler gearbeitet und bin dann zur Regie gewechselt und finde es dadurch total spannend, einerseits diesen Blick von außen zu haben und eben gleichzeitig auch das Empfinden, wie man Sachen verkörpert. Das ist, glaube ich, schon auch ein Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann. Wir machen eine Bearbeitung von Sergei Prokofjews Weltklassiker, sage ich mal. Und das Besondere auch speziell an dieser Inszenierung ist die Erzählperspektive. Denn wir erzählen aus der Sicht der Kinder. Ausgangspunkt ist ein Kinderzimmer und es gibt 7 Geschwister und es sind 7 Mädchen und allen ist langweilig. Der Großvater pennt, ist nicht anwesend und lässt sie auch nicht raus. Sie dürfen nur drin sein und sie fangen dann an, gemeinsam diese Geschichte von Peter und der Wolf eigentlich sich zu erzählen, sich zu erfinden. Und jeder will Peter sein, deswegen sehen auch alle gleich aus. Alle sind Peter und stürzen sich in das Abenteuer von Peter und der Wolf, erschaffen diese Figuren, Ente, Vogel, Wolf, springen selber in diese Figuren rein und setzen sich damit mit dieser Geschichte auseinander, durchleben sie und erzählen dadurch einerseits natürlich dieses unglaublich fantasievolle Märchen und sinnliche Märchen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sich konfrontieren und stellen von Ängsten. Es gibt einer dieser 7 Peter-Figuren, die sagt, wir brauchen keine Angst vor dem Wolf zu haben, lasst uns dem Wolf stellen. Und die, sage ich mal, große Schwester sagt so ein bisschen, hey, der Wolf ist auch eine große Gefahr. Und der Großvater sagt immer, wir dürfen das nicht und so weiter. Und gemeinsam oder in diesem Ensemble schaffen sie es, sich diesen Ängsten zu konfrontieren, sich denen zu stellen und die am Ende auch zu überwinden. Also das Spannende an der Produktion ist, dass es diese klare Trennung von Sängerin, Schauspieler und Musikerin gar nicht gibt. Wir haben 5 MusikerInnen und 2 SängerInnen, aber alle 7 sind schauspielend tätig, es wird gesungen, es wird gespielt, das geht alles Hand in Hand. Und so sind alles Protagonisten dieser Handlung, alle erfinden diese Geschichte. Und dadurch erfinden wir natürlich auch sehr stark aus dem, was die 7 Frauen mitbringen. Zum Beispiel wird eben bei uns in unterschiedlichen Sprachen auch gesprochen. Es wird Chinesisch gesprochen, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und auch Deutsch. Natürlich die Haupterzählung ist auf Deutsch, sodass jedes Kind die Story versteht. Auf der einen Seite haben wir die Challenge, dass wir bei so einer Produktion meistens 5 bis 6 Wochen Zeit haben. Für diese Produktion haben wir so 2 Wochen Zeit. Das heißt, es ist sehr sportlich und sehr verdichtet. Von daher sind viele Sachen natürlich auch schon vorbereitet und geplant. Aber natürlich im Probenprozess schöpfe ich sehr, sehr stark aus den Darstellenden, was sie mitbringen, was sie anbieten und was sich, sag ich mal, aus dem Moment dann irgendwie auch ergibt. Was für mich eigentlich die Herausforderung war, dass ich ausgehe von diesem Kinderzimmer. Wir sehen das jetzt hier, es ist alles pinker Teppich. Und man von dieser Innenwelt, also von diesem Innenraum, es schafft, in diesen Innenraum diese ganze Fantasiewelt von Peter und der Wolf hineinzuzaubern. Und so reich wie die Fantasie dieser Kinder ist, so versuche ich mit dem Licht, sage ich jetzt mal, diese Verwandlung zu erzeugen. Dass ich dieses Kinderzimmer wirklich in diesen Wald, den wir jetzt hier zum Beispiel sehen, in diesen auch ein bisschen bedrohlichen, aber auch faszinierenden Wald verwandeln kann. Das Tolle am Theater ist ja, dass es so zaubern kann. Und da feuern wir alle Mittel ab von Nebel, Lichteffekten, Moving Lights. Genau, von daher ist es natürlich auch ein ganz sinnliches, auch sehr, sehr unterhaltsames Erlebnis. Also ich habe als Kind schon immer sehr die Jäger gemocht. Darauf freue ich mich immer sehr, wenn dann hier die Jäger aufmarschieren. Und ich mag sehr diese Momente, wo die MusikerInnen in ihren unterschiedlichen Sprachen in die Handlung eingreifen. Also die Haupterzählung wird natürlich von den 2 Sängerinnen nach vorn getrieben, die diese Handlung spielen. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo im Prinzip diese 7 Geschwister eigentlich wie zu Wort kommen und in unterschiedlichen Sprachen darum streiten, wie jetzt eigentlich das Ende sein müsste, wie diese Story jetzt weitergeht und so weiter. Und das finde ich so spannend. Also für mich war, ich habe selber eine Tochter, die 4 Jahre alt ist und es ist ihr Lieblingsstoff, Peter und der Wolf. Und als ich das Angebot hier bekommen habe, war sofort klar, ich will das unbedingt machen.
Und ich habe bei vielen Ideen auch immer wieder meiner Tochter davon erzählt und sie gefragt, wie sie das findet, und bin auch ganz gespannt, wie sie das jetzt bei den ersten Proben auch mal, ich nehme sie auch mal mit auf die Probe, wie sie das erleben wird. Und natürlich habe ich auch versucht, soweit es geht, mich wieder meine kindliche Fantasie, die ich auch so noch in mir habe, herauszuholen, um auch das wirklich für diese Zielgruppe auszurichten. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass das unglaublich spannend, auch ein bisschen gefährlich. Meine Tochter will immer, dass die Geschichten gefährlich sind und gleichzeitig eben auch sehr witzig und unterhaltend sind. Und ich glaube aber auch, dass ich das natürlich auch als Erwachsener da noch eine andere Ebene mitlesen kann. Das ist das, was ich vorhin andeutete, mit dem, dass ja irgendwie auch die Erwachsenen, der Großvater, irgendwelche Ängste heraufbeschwören und sagen, wenn du das Haus verlässt, dann kommt der Wolf, und ein Wolf ist böse, ein Wolf ist gefährlich. Und diese Kinder emanzipieren sich davon und stellen sich eigentlich die Frage, ist das wirklich so? Ist es nicht eigentlich umgekehrt, dass ein Wolf eigentlich total scheu ist? Und müssen wir ihn, wie das bei Prokofjew ist, ihn am Ende in den Zoo sperren? Oder gibt es vielleicht ein anderes Ende? So viel kann ich schon mal spoilern. Die Kinder entscheiden sich für eine andere Variante. Und genau, das ist auch ein überraschendes Ende dieser Interpretation.